Hallöchen, liebe Einschalter und Playklicker. Ich war auf dem Gamespace in Berlin an der HTW und habe mal meine Eindrücke ein bisschen gefilmt. Im Großen und Ganzen geht es hier darum, Interessenten für den Studiengang Game Design zu begeistern. Und am ersten Tag war ich da, das ist dann auch für Presse und für die Studenten selbst natürlich. Da lernen sie aus der Industrie Leute kennen, unter anderem große Studios oder eben auch kleine Indie-Studios. Und aber was das Wichtigste ist, eben so Open House ist halt, so Tag der offenen Tür, wo dann jeder hingehen kann und dann so sieht, was die Leute eigentlich so gemacht haben. Hier haben sie Figuren gemacht, zuvor sah man irgendwelche Konzepte aus Spielen. Und es ist natürlich sehr interessant, wer halt irgendwie daran denkt, das zu studieren, der ist hier an der richtigen Stelle, weil es ist auch eine staatliche Hochschule. Oh mein Gott, das klingt wie so ein Werbefilm. Aber ist halt ganz nett. Und man kann auch hier schon Spiele anspielen, die eben auch von Studenten gemacht wurden. Wie man sieht, sind das einige, sind insgesamt 19 Stück gewesen. Und da ist alles dabei, vom Plattformer über Tablet-Spiele, über Horror-Games, über sprachgesteuerte Spiele sogar auch. Das war dann wohl das sprachgesteuerte Spiel. Hätten wir hier noch einen Plattformer mit Switchen durch Gegenden, einen Roller-Top-Down-Shooter. Und ein Plattformer, bei dem ihr so einen alten Mann spielt, der einen Schubarm hat, kann man es vielleicht nennen, seinen mechanischen Arm, mit dem er sich abspringen kann und mit dem er die Kanten greifen kann, um sich fortzubewegen. Eingesammelt werden müssen Bücher und dann normalerweise ist auch ein ziemlich geiler Soundtrack dabei. Pro eingesammelten Buch kommt eine Soundnote oder ein Soundtrack mit dazu und dadurch wird das Lied immer vielschichtiger und das ist schon ziemlich cool gemacht. Gab es noch so ein Pikmin-artiges Spiel, vielleicht kann man so nennen, mit ganz vielen Käfern, die man da eben rumbefehligt. Würfel-Rätsel-Puzzler-Spiel, bei dem ich auch nicht ganz durchgeblickt habe. Und zu guter Letzt ein Horrorspiel auf der Unreal Engine 4 basierend. Und das war schon ziemlich cool gemacht. Man musste dafür in so eine kleine Kammer krabbeln und dann sich eben der ganz gruseligen Stimmung widmen. Einvernehmen lassen. Und das war echt cool gemacht. Also es hat geschockt und hat einen geilen Soundtrack gehabt. Oder Soundkulisse, wie man es dann wohl eher nennt. Hier den Schrei. Natürlich. Ja, warum rennt er manchmal? Manchmal nicht. Oh Gott, er kommt auf mich zu! Oh mein Gott! Warum rennt er manchmal, manchmal nicht? Der kommt da wieder, der kommt auf mich zu! Da durch die Tür. Ja! Oh, der rutscht! Renn! Jetzt bist du an die. So, und hier klinke ich mich jetzt mal wieder ein, denn es ist gleich vorbei. Und ja, ich hoffe, dieser kleine Beitrag hat euch etwas weitergeholfen und vielleicht sogar den einen oder anderen Interessenten auf diesen Studiengang aufmerksam gemacht. Viel Spaß und tschüssi!